Ein Thema des Bundeskanzlers war vorhin Bildung und jetzt kommt Frau Wohlfall mit einem unserer wirklich wichtigen Programmpunkte, nämlich der Auszeichnung wichtiger Bildungsinitiativen des Arbeitgeberpreises für Bildung. Liebe Frau Wohlfall, the floor is yours. Ja, vielen Dank, lieber Herr Kampeter, für die Einladung vor allem auch. Ich habe versucht, mich in Ihr Farbschema hier irgendwie einzufügen und hier auch auf die Bühne zu passen und freue mich, dass ich jetzt genau an dieser Stelle übernehmen darf. Denn ich bin nicht nur seit mehr als 20 Jahren Wirtschaftsjournalistin bei NTV, ich hatte auch noch ein früheres Leben und da war ich für die Aus- und Weiterbildung bei einem großen DAX-Konzern mitverantwortlich und ich habe ein drittes Leben, ich bin auch noch Mutter. Und deswegen liegt mir das Thema, was wir jetzt haben, Bildung ganz besonders am Herzen. Ja, ich glaube, das war der Applaus. Vielen Dank. Ich glaube, das galt der Mutter, der Applaus. Ja, deswegen freue ich mich jetzt, dass wir den Deutschen Arbeitgeberpreis für Bildung überreichen dürfen. In diesem Jahr unter einer ganz besonderen Überschrift, nämlich spürbar nachhaltig. Und dabei geht es um unser aller Zukunft, aber es geht eben auch vor allem um die Zukunft unserer Kinder. Und unsere Kinder waren es ja, die zum Teil freitags nicht in die Schule gegangen sind, sondern auf die Straße, um uns zu zeigen, wie wichtig es ist, jetzt endlich und sofort umzudenken, um unseren Planeten zu schützen. Wir brauchen Menschen, die nachhaltig denken und handeln und das nicht nur privat, sondern auch beruflich. Wir brauchen das in Bezug auf die Umwelt, das haben wir eben auch schon gehört von Herrn Dr. Dulger, aber wir brauchen es auch auf das Thema soziale Kompetenz und wir müssen wirtschaftlich nachhaltig handeln und das Bewusstsein für alle diese drei Bereiche können wir gar nicht früh genug schärfen. Das muss beginnen in der Kita, das muss über die Schule gehen, das muss über die Berufsausbildung und das Studium gehen. Und was Bildung in diesem Punkt leisten kann, das zeigen uns jetzt sehr, sehr eindrücklich vier wirklich tolle Preisträger, die wir auszeichnen wollen. Sie sind Vorbilder für ganz Deutschland und haben diesen Preis mehr als verdient. Und ich bin sicher, dass Sie nicht nur den Preis sehr gerne mitnehmen, sondern natürlich auch das, womit dieser Preis dotiert ist. Und das ist kein Kleingeld, meine Damen und Herren, das sind 10.000 Euro pro Kategorie. Und das dank wirklich großzügiger Sponsoren, nämlich der Deutschen Bahn und der Deutschen Telekom. Und das ist jetzt genau der richtige Moment, auch an die Deutsche Telekom zu übergeben. Genau. Und damit übergebe ich im Applaus an die Personalvorständin der Deutschen Telekom, Birgit Bohle. Ja, sehr geehrter Präsident Dulger, lieber Steffen Kampeter, sehr verehrte Damen und Herren, mein sehr geschätzter, lieber Kollege Martin Seiler. Auch ich freue mich genau zu diesem Zeitpunkt und genau an dieser Stelle so prominent nach dem Arbeitgeberpräsidenten, nach dem Bundeskanzler sprechen zu dürfen. Und wir freuen uns darauf, heute den Arbeitgeberpreis für Bildung an dieser Stelle zu verleihen. Diese Position in der Agenda verdeutlicht die Bedeutung von Bildung. Auch, ich würde sagen, gerade in diesen Zeiten. Wir müssen die Bildung stärken, denn Bildung ist die Grundlage für eine lebenswerte Zukunft, für Wohlstand, ja, für Frieden. Und mich hat neulich beeindruckt, als ich einen Bericht aus der Ukraine gesehen habe. In Charkiw lernen dort Schülerinnen und Schüler nun in U-Bahn-Stationen, die als Klassenräume gestaltet wurden. Die Verantwortlichen dort haben begriffen, worum es bei Bildung geht. Und Präsident Zelensky hat sich neulich direkt an die Schülerinnen und Schüler zum Schulbeginn gewendet. Selbst die größten Freunde, hat er den Kindern gesagt, selbst die größten Träume gehen in Erfüllung für diejenigen, die ernsthaft entschlossen sind, für sie zu arbeiten und die Unterstützung anderer bekommen. Was für eine schöne Vision von Bildung. Spürbar nachhaltig ist das Motto unseres Arbeitgeberpreises. Nachhaltig kommt übrigens aus der Forstwirtschaft, der Begriff. Er bedeutet, man soll nur so viel Holz schlagen, wie wieder nachwachsen kann. Und damit
ist die gute Bildung junger Menschen unserer nachwachsenden Generation per se nachhaltig. Gute Bildung ist immer nachhaltig. Leider, und das hat Herr Dulger schon beschrieben und das werden wir sicher heute noch mal thematisieren, ist es um unsere Bildung nicht so gut bestellt derzeit. Wir haben dazu neulich mit der Telekom-Stiftung eine Jugendzukunftskonferenz organisiert und da haben die Jugendlichen Klartext gesprochen. Ihr Fazit: Druck, Standardisierung und eine fehlende Vision prägen unser aktuelles Bildungssystem. Sie geben uns die Note 6, ungenügend. Und sie formulieren gleichzeitig eine positive Vision. Sie sagen, wir wollen lernen. Wir wollen lernen, wie wir dazu beitragen können, die Zukunft gemeinsam als eine funktionierende, gerechte und nachhaltige Gesellschaft zu gestalten. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist Zeit zum Handeln in der Bildung. Und dazu braucht es aus meiner Sicht drei Dinge. Erstens eine Strukturreform, zweitens eine gemeinsame Kraftanstrengung und drittens eine gesunde Leistungskultur. Meine Damen und Herren, die Probleme im deutschen Bildungssystem sind massiv und akut. Und dabei haben wir ganz viele Lehrende und Erziehende, die mit ganz großer Leidenschaft ihren Beruf, nein, ihre Berufung leben. Daran liegt es nicht. Das Bildungssystem erstarrt im Dickicht der Zuständigkeiten. Ich habe eben vom Kanzler gehört, wir haben auch dort viel Spaß am Detail gehabt. Und so reicht die Arbeit im System nicht mehr aus. Wir müssen am System arbeiten. Wir brauchen eine Strukturreform. Natürlich brauchen wir eine Föderalismusreform. Aber schon jetzt können wir am System arbeiten und aktiv werden. Die Telekom-Stiftung hat einen wichtigen Beitrag zur Diskussion geleistet. Wir fordern dort mehr Verantwortung an die Schulen, mehr Leistungstransparenz der einzelnen Schulen und auch ein ganzheitliches Arbeitszeitmodell für Lehrkräfte, das nicht nur Schulstunden im Unterricht erfasst. Ein echter Diskurs dazu wäre ein Anfang. Wir brauchen zweitens eine gemeinsame Kraftanstrengung, insbesondere von den politischen Akteuren. Das fängt beim Willen an. Der Bildungsgipfel im März war ohne Ergebnisse. Es gab einen Arbeitskreis. Viele Länder sind gar nicht erst gekommen. Und nun fordern viele Institutionen einen Neustart Bildung jetzt. Diesem Appell schließen wir uns ganz ausdrücklich an. Wir als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, wir müssen auch mitmachen und wir nehmen diese Verantwortung wahr. Als Deutsche Bahn und Deutsche Telekom gehören wir beispielsweise zu den größten Ausbildern in Deutschland. Gerade haben der Martin Seiler und ich insgesamt 7.500 junge Menschen bei uns begrüßen können. Wir gehen neue Wege. Ich habe neulich im Bordrestaurant gesehen, dass ich mich direkt dort bei der Bahn bewerben könnte. Und für uns bei der Telekom gilt, die jungen Menschen müssen nicht mehr wissen, welchen Beruf sie eigentlich bei uns erlernen wollen. Es reicht uns, wenn sie ein Fan der Telekom sind. Und dann beraten wir sie vor dem Berufsstart, welcher Beruf eigentlich das Richtige sein könnte. Denn wir merken, viele junge Menschen wissen nicht mehr, was sie eigentlich werden wollen. Wir haben eine Initiative Digital at School und da gehen unsere Mitarbeitenden ehrenamtlich in die Schulen, um so den jungen Menschen ganz früh spielerisch digitale Kompetenzen zu vermitteln. Wir als Unternehmen, wir strengen uns also an. Und das brauchen wir auch. Wir brauchen eine Kraftanstrengung, wir brauchen eine Leistungskultur, Ehrgeiz und das Streben nach Exzellenz. Herr Dulger, Sie haben formuliert,
Bildung muss wieder spitze werden. Und wir sind doch das Land der Dichter und der Denker, der besten Ingenieure. Und jetzt leiden wir unter einer Krankheit, nennen wir sie mal Morbus Mittelmaß. Es ist ein Leiden, was sich durch alle Bereiche zieht, Sport, Wirtschaft und in Teilen auch Bildung. Wir scheinen eine Leistungsallergie zu entwickeln. Und das ist vielleicht nur ein kleines Symptom, das jetzt in den Bundesjugendspielen in der Grundschule kein Wettkampf mehr stattfindet. Ich wäre übrigens so ein Kind gewesen, was jetzt traumatisiert sein müsste, weil ich es meistens nur zu einer Siegerurkunde und einmal nicht mal das geschafft habe. Also es gibt jetzt keine Punkte mehr, es gibt keine Stoppuhr mehr, es gibt kein Maßband mehr, die Leistung wird grob geschätzt. Es soll nämlich nicht mehr um Leistung, sondern um Bewegung und um Freude gehen. Ich glaube, da herrscht ein Missverständnis. Das Missverständnis ist nämlich, dass Leistung und Freude in einem Widerspruch sind. Und ganz klar ist, wenn wir in Deutschland nur noch mitmachen, dann kommen wir nicht mehr sehr weit, zumindest nicht in der Wirtschaft und ganz sicher auch nicht in der Gesellschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Gewinnerinnen und Gewinner des Arbeitgeberpreises, die wollten nicht nur mitmachen, die wollten auch gewinnen. Und die Jury hat keine mittelmäßigen Projekte, sondern schlichtweg die besten ausgewählt. Und so sind die vier Projekte und die Menschen, die wir hier gleich ehren, das sind Erfolgsgeschichten. Erfolgsgeschichten, die Mut machen und die die Vision der jungen Menschen von einer nachhaltigen Gesellschaft ein Stückchen weit Realität werden lassen. Wenn wir denn alle an einem Strang ziehen. Überzeugen Sie sich selbst, Film ab! Nachhaltigkeit ist eine der Herausforderungen unserer Zeit. Und zwar ökonomisch, sozial und ökologisch. Wenn wir diese drei Perspektiven berücksichtigen, können wir gemeinsam erfolgreich sein. Auch den Unternehmen kommt hier eine Schlüsselrolle zu. Nur wer nachhaltig agiert, ist auch zukunftsfähig. Das gilt für den Umgang mit Ressourcen, genauso wie für die Fachkräftesicherung. Und natürlich brauchen Sie dafür Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ökonomischen, sozialen und ökologischen Kompetenzen. Der Deutsche Arbeitgeberpreis für Bildung 2023 steht darum unter dem Motto spürbar nachhaltig. Wir wollten von Bildungseinrichtungen wissen, wie gestalten Sie nachhaltiges Lernen? Wie fördern Sie verantwortliches Handeln? Und begleiten Ihre Lernenden zu kompetenten, verantwortungsbewussten Individuen? Denn hier liegt doch der Grundstein für unsere Zukunft. Unsere Preisträgerinnen und Preisträger 2023 zeigen, wie mehr Nachhaltigkeit gelingen kann. Ja, eben noch auf der Leinwand, jetzt neben mir. Vielen Dank. Martin Seiler, Personalvorstand bei der Deutschen Bahn und damit unser zweiter Sponsor, den ich auch hier mit auf der Bühne ganz herzlich begrüße. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und dann haben Sie uns Ihren Fachkräftenachwuchs schon gleich mitgebracht. Das finde ich ganz besonders klasse, dass ihr mit dabei seid. Das ist die Milena Stark. Du bist Kauffrau Büromanagement im zweiten Lehrjahr bei der Telekom. Also du bist eine derjenigen, die sagen, wir finden die Telekom so toll. Ich mache das da. Und wir haben mit dabei Lukas Wandrei. Du bist Azubi im Zugbegleitdienst der Deutschen Bahn. Also, klasse, Applaus nochmal für euch, dass ihr mit dabei seid. Ja, und an Sie beiden jetzt mal die Frage, vielleicht zuerst an Sie, Herr Seiler. Sie haben ja schon gehört, was hat Sie jetzt gerade bei dieser Überschrift auch spürbar nachhaltig bei den Bewerbungen jetzt in diesem Jahr besonders beeindruckt? Zwei Dinge im Prinzip. Einmal die Nachhaltigkeit im doppelten Sinne. Das Thema inhaltlich, aber gleichzeitig das auch nicht nur an die Personen, sondern auch in die Institutionen zu tragen. Und der zweite Teil, das ist das Thema Mut. Einfach mal andere Wege zu gehen, mal Dinge auch auszuprobieren und dann auch Spaß an dem Erfolg zu haben. Und da haben wir viele, viele tolle Beispiele gesehen.
Ja, für mich war es die Breite der Themen, der Bewerbung, also von Insekten und Umgang mit Insekten in der Kita bis hin zu einem ganz breiten Ansatz Nachhaltigkeit nach den 17 Nachhaltigkeitsdimensionen der UN-Charta. Also diese breite 100 Bewerbungen, das hat uns wirklich beeindruckt. Und das ist, ich habe mir die Preisträger auch angeguckt vorab, dass es wirklich so konkret auch um das Thema Nachhaltigkeit geht, was wirklich so gut umsetzbar ist. Und Sie sind ja jetzt auch in diesem Jahr Premiere, Glückwunsch, neuer Juryvorsitzender. Wie hart ging es dann in der Diskussion bei der Jury? Gut, haben Sie sich gestritten oder war es doch friedlich beim Glas Wein? Also es war eine wundervolle Sitzung. Wir haben wirklich intensiv diskutiert. Wir haben aber auch Spaß gehabt. Und es war so, dass wir wirklich am Schluss ganz genau hingucken mussten, wer ist jetzt tatsächlich mit der Leistung und der Nasenspitze vorne. Und da haben wir uns gut verständigt. Und das war eine wirklich, wirklich ganz tolle Veranstaltung. Und wir haben, glaube ich, allesamt und sind ja viele aus der Jury dabei, einen sehr tollen Tag verlebt. Gut, ich glaube, dann folgen wir dem Motto, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und gucken uns, wenn Sie bereit sind, jetzt alle vier Preisträger mal im Film an. Film ab. Nachhaltigkeit bedeutet Zukunftsfähigkeit. Und zwar ökologisch, sozial und ökonomisch. Nur wenn wir alle drei Perspektiven berücksichtigen, können wir als Gesellschaft und Wirtschaftsstandort erfolgreich sein und die aktuellen Herausforderungen meistern. Nachhaltigkeit ist ein Weg, den wir gemeinsam gehen und immer wieder gemeinsam mitgestalten. Einen elementaren Grundstein dafür legen Bildungseinrichtungen. Wir arbeiten an den 17 Zielen für Nachhaltigkeit in allen Klassenstufen. Wir starten in der Klasse 1 mit Kinderliteratur zum Thema BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, führen das weiter zu Klassenprojekten bis hin zum offenen Arbeiten im Friday, wo die Kinder selbstbestimmt lernen, damit sie in ihrer Zukunft ihre Projekte selber wählen können, um Informationen zu finden und die Welt einfach ein Stück besser zu machen. Wir haben den Friday und ziehen das auch sehr groß auf. Wir können auch ziemlich viel mit Medien machen im Friday. Neben ökologischen und sozialen Kompetenzen brauchen junge Leute auch ökonomische Fähigkeiten, um nachhaltig agieren zu können. Die Chance, die die Hochschule Bielefeld auf jeden Fall bietet, ist, praxisangewandte Kenntnisse und Erfahrungen in Nachhaltigkeitsthemenfeldern zu erlangen. Ich ganz konkret hatte beispielsweise in meiner Masterarbeit bei einem Unternehmen ein Konzept entwickelt und die Rolle analysiert, die die Personalabteilung in einem Unternehmen in dem Themenfeld Nachhaltigkeit einnehmen kann. Unser Act to Sustain-Programm baut auf ein breites Verständnis von Nachhaltigkeit und soll alle Hochschulangehörigen mitnehmen. Dieses nachhaltige Wirtschaften, das ist das Konzept der Zukunft, wie Unternehmen auch geführt werden müssen. Und dieses Umdenken, das wollen wir mitgestalten, indem sich Nachhaltigkeit durch alle Funktionsbereiche der BWL auch durchzieht. Nachhaltigkeit ist auch ein wichtiges Thema der frühkindlichen Bildung. Schon Kinder sollten wissen, wie man wertschätzend und schonend mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen umgehen muss. Den Kindern gehört ja die Welt von morgen und im Endeffekt sind sie ihre Zukunftsbereiter und wir nur die Zukunftsbegleiter. Dementsprechend ist es wichtig, dass die Kinder heute schon den Konsum und Konsumgüter kennenlernen und wie sie respektvoll mit der Umwelt umgehen können. Bildung für nachhaltige Entwicklung befähigt Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln. Nachhaltigkeit spielt in jedem Beruf eine Rolle. Aus den Projekten im Green Team heraus hat sich die Idee entwickelt, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung an unserer Berufsschule mehr Zeit braucht. Was uns besonders wichtig ist, dass wir einen Lebensweltbezug herstellen für unsere Schüler. Wir versuchen immer, Beispiele aus ihrer beruflichen Praxis heranzuziehen. Mit dem Deutschen Arbeitgeberpreis für Bildung 2023 für ihr besonderes Engagement zum Thema spürbar nachhaltig werden ausgezeichnet. Die CJD-Kindertagesstätte Moosbeerenweg in Troisdorf, die Kurt-Masur-Schule in Leipzig, das regionale Berufsbildungszentrum am Schützenpark in Kiel und die Hochschule Bielefeld. Damit auch zukünftige Generationen eine hohe Lebensqualität haben und Wohlstand und Innovationskraft gesichert bleiben. Herzlichen Glückwunsch! Ja, hier sind sie, unsere Preisträger, die schon ihr ganzes Leben darauf warten, eine kurze Frage von einem Personalvorstand und einer Vorständin gestellt zu bekommen. Jetzt ist der Moment.
Da wird aber der Spannungsbogen hochgehalten. Frau Dubiel von der Kurt-Masur-Schule in Leipzig. Sie haben auch die zwei Dinge, was ich angesprochen habe, glaube ich, gut nach vorne gebracht, nämlich die Frage, mutig zu sein, was ganz anders zu machen und das Thema Nachhaltigkeit zu bewegen. Wenn Sie so jetzt mal drauf gucken und sagen, was war das Besondere bei Ihnen, was es ausgemacht hat und wo vielleicht auch andere davon lernen können? Also das Besondere bei uns war, dass wir als zunächst die Kinder gefragt haben, wo sehen Sie, nehmen wir jetzt 2030, Ihre Schule? Wir haben natürlich keinen Zeitpunkt gesetzt, aber wie sehen Sie Schule der Zukunft? Und dann kamen ganz viele Gedanken. Die Schule soll grüner werden. Ich möchte gerne selber bestimmen, was ich lerne. Wir sollen Rolltreppen im Schulhaus installieren, eine Rutsche von der Dachterrasse, Lehrer sollen ins Gefängnis und so weiter. Aber ein paar Ansatzpunkte haben wir genommen und mit Erwachsenen im schulischen Kontext diskutiert und daraus Kraft geschöpft, gemeinsam Wege zu gehen, neue Wege zu gehen, um Schule weiterzuentwickeln, nachhaltig zu entwickeln, dass Lernen auch nicht nur eintrichtern ist, sondern von innen herauskommt. Was ein tolles Beispiel, Frau Dubiel. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle schon mal. Ja, liebe Frau Engels, wir haben schon die Bilder von der Kita Moosbärenweg, Name ist Programm, ja, gesehen. Sie haben mir gestern Abend erzählt, dass die Kinder jetzt gerade zugucken. Und von daher vielleicht 30 Sekunden, was möchten Sie den Kindern jetzt sagen? Also ich möchte alle kleinen und großen Moosbären grüßen, weil ihr seid der Grund, warum ich heute hier stehe und hier stehen darf. Als das christliche Jugenddorf als Träger Ihnen die Leitung übertragen hat, haben Sie gesagt, ich habe alle Freiheiten bekommen. Was hat Sie dann motiviert, das Thema Nachhaltigkeit in den Blickpunkt zu richten? Ganz klar, unsere Kinder, die fragen aktiv nach den Prozessen und Vorgängen, die bei uns in der Umwelt herrschen. Und das konnte man halt einfach super aufgreifen, indem wir frei handeln konnten und auch dort Handlungsstrategien entwickeln konnten mit einem starken Träger im Hintergrund, ganz klar. Der Mut zu handeln war die Basis. Ja. Dankeschön. Frau Janssen, Sie sind selbst noch im zweiten Ausbildungsjahr zur Schilder- und Lichtreklamen. Bauerin, glaube ich, heißt das so. Herstellerin, wunderbar. Und das ist natürlich auch ein Thema, die breit gefächerte Berufsschule in Kiel, bei der Sie Ihre Ausbildung machen. Vielleicht erzählen Sie mal ganz kurz was zur Schule selbst und dann auch zu dem, was Sie dazu geführt hat, diese Nachhaltigkeit in der Form nach vorne zu bringen. Ja, also unsere Berufsschule hat sich halt wir haben eine eigene Unterrichtsfach kreiert und das nennt sich WIPO Plus und das haben wir einfach in Verbindung, da wir eine Berufsschule sind, dass jeder Beruf gucken soll, wie er nachhaltig irgendwie das in seinem Beruf mit einbringen kann, das voranzubringen, dass wir alle nachhaltiger werden und das auch schon in der Schule beginnt und dass wir die Arbeitgeber an sich und auch Arbeitnehmer sich selbst Gedanken darum machen, wie wir das irgendwie voranführen können. Und unsere Schule hat schon gute Beispiele herangebracht, die wir auch hier zur Show gestellt haben in dem Video, die man sehen konnte, wie zum Beispiel ein Projekt, was ich mit begleitet habe als Schilder- und Lichtreklamehersteller, dass wir die SDGs an die Wand, also an die Frontwand von der Schule folieren wollen und dass jeder weiß, was es ist, worum es sich handelt, damit mehr Aufmerksamkeit einfach gemacht werden kann. Ganz praktische Dinge, ganz praktische Beispiele. Schon mal herzlichen Glückwunsch, Frau Janssen. Ja, lieber Herr Dreier von der Hochschule Bielefeld oder früher von der Hochschule Bielefeld, Sie haben dort studiert und sind jetzt Mitglied dort im Nachhaltigkeitsbeirat. Erzählen Sie doch mal, was es eigentlich braucht an so einer Hochschule, damit zum Thema Nachhaltigkeit tatsächlich alle an einem Strang ziehen. Also ich würde sagen, unser Erfolgskonzept ist auf jeden Fall das Thema Partizipation.
das wirklich als zentralen Wert in das Zentrum zu stellen, nicht irgendwie erst einen großen Strategieprozess aufzulegen, um dann nachher sich einen Nachhaltigkeitsbeirat dazuzuholen, der das dann alles abnicken soll, sondern quasi die Partizipation stand am Anfang. Man hat alle Leute, extern, intern, Stakeholder, die damit was beitragen können, ins Boot geholt und hat dann gemeinsam an diesem Ziel sich committed, was bedeutet für uns Nachhaltigkeit, und hat daran an einem Strang gezogen. Und ich glaube, das macht total viel aus. Super. So, und bevor wir gleich zur Preisverleihung kommen, wir sehen schon die Plaketten da, vielleicht nochmal die Bitte an Sie, eine Riesenchance, es gucken auch draußen jetzt viele Schulen und auch Hochschulen uns zu. Wenn jeder von Ihnen einen Satz sagen möchte, was kann man als Tipp weitergeben? Vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Frau Engels. Ja, habt Mut, das zu tun und euch auf den langen Weg zu machen, denn der Weg ist das Ziel. Und es lohnt sich, ja. Sehr schön. Herr Dreyer, was ist Ihr Satz, was ist Ihr Motto? Ich würde sagen Neugier, einfach Lust, neue Wege zu beschreiten, Innovationen zu entwickeln und dann gemeinsam voranschreiten. Sehr schön, wunderbar. Frau Jansen. Ja, also ich würde sagen, einfach mal machen, weil Nachhaltigkeit ist so wichtig geworden und für unsere Umwelt, und deswegen einfach mal anfangen, etwas zu starten und umsetzen. Was unser Präsident auch sagt. Frau Dubiel. Ich verstärke das nochmal und sage, machen ist krasser als wollen. Sehr schön. Wunderbar. Super. Ja, wirklich tolle Projekte, Riesenapplaus habt ihr alle schon bekommen. So, jetzt würde ich sagen, Milena, Lukas, jetzt ist euer großer Moment, nämlich jetzt diese Plaketten. Ich habe Plaketten gelesen, habe gedacht, ach herrje, aber es sind wirklich richtig schwere Plaketten. Ja, genau. Einfach mit nach vorne vor die stehen. Ja, genau, Sie dürfen das gerne unterstützen. Und Herr Dr. Dulger, ich darf Sie auch schon bitten, sich auf den Weg zu machen. Die Plaketten sind übergeben, die Preise sind übergeben. Und jetzt machen wir ein Abschlussfoto, wo wir dankbar sind über Unterstützung im Applaus. Das Foto machen wir hier vorne, rücken wir ein bisschen noch zusammen. Die Preise übergeben. Ich dachte, das hätten Sie schon längst getan. Das hätte ich nicht so wenig anlehnen. Super. Herzlichen Glückwunsch. Super. Magst du hier reinkommen? Ich soll an den Rand. Du sollst an den Rand, okay. Super. So. Sehr schön. Jetzt frage ich mich, sieht einer einen Fotografen? Ist das Foto gemacht? Ist erledigt, ja? Oder haben wir nur Handyfotos? Bin ich jetzt gerade nicht sicher, weil normalerweise... ist gemacht, super, perfekt. Ist Foto gemacht? Ja, Foto super, ist gemacht. Vielen Dank. Hoffentlich standen wir alle schlank. Ich möchte mich ganz herzlich auch im Namen der BDA bei unseren Sponsoren bedanken, der Telekom, der Deutschen Bahn. Wir zeigen mit diesem Arbeitgeberpreis, meine Damen und Herren, jedes Jahr, dass Bildung ein ganz zentrales Thema für uns Arbeitgeber in unserem Verband ist. Und wir freuen uns, dass wir immer wieder so tolle Preisträger wie Sie jedes Jahr auszeichnen dürfen. Herzlichen Glückwunsch von der BDA. Ja, und zum Schluss ganz kurz an Sie, zum ersten Mal Premiere als Juryvorsitzender. Bleiben Sie dabei, hat Spaß gemacht? Sehr, sehr gerne. Es hat Riesenspaß gemacht und ich will an der Stelle auch der Jury ein herzliches Dankeschön sagen und auch nochmal ein Dankeschön sagen an Gerhard, lieber Dr. Braun, für die auch nahtlose Übergabe in meine Hände. Er war mit in der Jury und die Jury insgesamt ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und ich möchte auch die Mitarbeitenden der BDA an der Stelle nochmal auch hervorheben. Die haben das super gut vorbereitet. Die haben auch die Filme gemacht. Also auch dafür nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank. Super.
So, dann bleibt mir an der Stelle jetzt gar nicht mehr, außer nochmal herzliche Grüße an die Dr. Julia Kropf zu senden, die das eigentlich moderiert hätte, und ihr gute Besserung zu wünschen. Und jetzt an meinen liebsten Kollegen, den besten, den klugsten, den überhaupt, ich weiß nicht, wie ich ihn beschreiben soll, aktuell noch Chefredakteur bei Pioneer, ab 1.1. dann bei Table Media. Michael, wir freuen uns auf dich, du übernimmst. Dankeschön, wir gehen ab.